tschechischen Kollegen, meine Damen und Herren, hier noch ein Rädchen anbringen, wer bei diesem Spielzeugkonstrukt ja, wirklich interessiert. Ja, die Schneide vielleicht zerfliegen wird. Okay. Junge, Junge. Guck mal, was man ja. auf meine Seite. Aber es ist wahrscheinlich, ich muss bitte in deinen Kackpratzen in die Dinger greifen. Ach, wahrscheinlich. Komm. Ja, genau. Ja, sicher. Da kann man auch da kann man auch der Penis reinstecken. Das ist so die Frage. Ja, deine vielleicht. Ja. Die alle. Ding ist, was ohne das die ganze. Das frage ich mich. Ich bin mit der Sprühflasche. Ja, das funktioniert nicht. Das ist ja das Schöne an diesem System. Das hat sich auch Mr. Edge Pro nicht wirklich gut durchgebracht. Was ist denn das hier geil? Der hat einfach die Anziehungskraft der Erde nicht mit. Die sogenannte Schwerkraft. Die Schwerkraft. Manchmal ist das schwerer, als man glaubt, auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen Winkel eingestellt. Also ich könnte einen Schluck Wein in den Mund nehmen. und austrinken. Und den darauf rotzen. Guck mal, hier der Stein ist fotze trocken. Fotze trocken. Wir brauchen jetzt hier Wir müssen eigentlich Wasser. Wieder drauf tun. Eigentlich Kaiser. Kaiser mit alles regeln. Kaiser regelt. Unser Kumpel Peter ist ja mit seiner Wichsflasche wieder. Oh, scheiße. Komm, wir haben ja dieses super Sprudel. Wir haben dieses fantastische Sprudel, das nehmen wir jetzt. Weil es scheiße. Nein, ist leer. Ja, mach mal voll. Ich renne hier rum. Waldquelle. Wir nehmen Waldquelle. Das ist doch leer, Mann. Ganz ehrlich, Waldquelle regelt alles. Ganz ehrlich, dieses wunderhübsche Messer ist jetzt nicht so scharf, dass man sagen könnte, es wäre echt böse, wenn wir das. Also, wir tun ihm Gutes, so muss man das sehen. Weil das sind beides Experten und Profis. Das können Sie mir glauben, weil Sie sehen meinen Bauch wieder. Und wenn Sie diesen Bauch sehen, dann stimmt das auf jeden Fall. Ja, mindestens. Ich glaube, das sind die angesehensten Experten. Absolut, der Welt. Wir haben Weltrekorde gebrochen heute schon wieder, Bier getrunken. Es wird hier. Kann man da irgendwas helfen? Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal los. Und jetzt geht's los mit dieser wahnsinnig durchdachten Konstruktion, weil wir setzen sanft. Nein, das Ding ist wirklich gerade. Welchen Stein hast du gewählt? 220er. Lieber. Da die Ulf. Da ist richtig Party. Fehler gefunden. Schaut mal, Fehler gefunden. Was ist das denn? Ja, aber was soll ich denn? Nein, ich habe ihn nicht. Na klar, habe ich meine Fehler. Also nee, wer der Gröbste, der kann ich jetzt nicht. Der geht aber gut mit dem lieblichen Weiß. Ganz ehrlich, ich meine, also auch wenn ich dieses Mitglied, dieses Messer gehört, nicht wirklich schätze, wie auch immer. Nee, wir müssen schon wissen, wem es gehört. Braucht man den 220er, glaube ich nicht. Nee. Das ist ein bisschen hart. Kein 220er, don't use Flashlight und so. Komm, 220 nehmen wir jetzt. Ist brutal. Dann nehmen wir einen 4. Nein, ist ja gleich weg, das Messer dann. Das ist ja nur ein Ronjaki, weißt du? Er packt doch mit 1000 an, Kinder, das wird doch schon gehen, ja, oder? Ja, weiß ja gar nicht, ob er wirklich getroffen hat. Ja, schon reingehen Sie. Danke für den Tipp, Bruder. Ich kippe jetzt da nochmal einen halben Liter Wasser. Ja, Waldquelle. Erstmal viel Abrass. Vor allem, das ist ein bisschen. Ich frage mich, da muss es doch eigentlich auch noch. Also, es müsste eigentlich noch eine Bewässerungsvorrichtung geben. Okay, los geht's. Die Bewässerungsvorrichtung fehlt irgendwie dabei. Stimmt, also, das ist echt gut durchdacht. Das ist schön. Wir setzen jetzt wirklich mit Bedacht, mit Liebe. Und Liebe und Sorgfalt. So, genau. Jetzt. Ja, was ist deine scheiß Hände? Bewegen wir mal, ne? Ja. Aber der Mann ist vorher hat gefehlt. Der was? Der ist ja gar nicht sehen. Das Bäuche wieder, hier. Sicher. Wie ist das mit dem an der Erdbruch vorne? Bleibt das denn? 150 Mörderscheiben in 30 Sekunden schocken und schlagen. Weißt du, was du jetzt gemacht hast? Du hast mir statt dem 220er einen 120er gegeben. Meine Fresse, ist da jetzt schon gerade drauf. Haha. Nee, natürlich nicht. Nee, nein. Puh, Glück gehabt. Zeige ich wieder ein Bild von meinem Bauch. So. Da wird wieder alles gut. Nee, gut, also, dieses System arbeitet natürlich absolut intuitiv. Ne? Da kann man fast nichts verkehrt machen. Absolut besoffen vor allem, das ist immer wichtig. Wer ist denn hier besoffen? Ich schleife ja immer von meinen Gästen. Mal, soll ich dir mal zeigen? Messer Bock da. Ich hätte jetzt ja noch als nächste Stufe
Das nächste Stufe ja, der Eskalation. Ja, next level. 400er. Nice. Kannst du richtig klatschen. Mit was schärf ich denn hier? Bam, bam, bam. Keine Ahnung. Ja, scheißegal. Ja, also wir sind hier auf jeden Fall Profis. Das merkt man ja. Das Profis. Gute ist, wir haben ja wirklich nur so ein Bild. Ich zeig mal wieder ein Bild von meinem Bauch. Das ist wieder, alles, um alles wieder deeskalieren. Das ist der Deeskalationsbauch. Nee, ehrlich. Deeskalation durch Bauch. Aber bitte drauf, hier, geile, optimale Schleifsteinablage, Hammer. Ja, Hammer. Jetzt drehen wir jetzt ganz Seite. Intuitiv. Das kann auch schön kippeln. Ach, das so. Messer auch. Okay. Also ich meine, ich habe den Funktionsmechanismus durchaus verstanden. Ist schön. Ich habe zur Erklärung einen leichten Grat aufgebaut. Ne? Ja. Nee. Doch, komm. Ah, jetzt bitte. Du hast da Leberwurst. Boah, das ist dann mach's selber. Ach, komm, hör mal, du musst mitmachen, verdammte Scheiße. Doch, da ist ein Grat dran. Zeig mir doch meinen Bauch. Ja, siehst du. Ja, so, läuft. Doch, da ist ein Grat dran. Also bitte. Da ist ein Grat. Ich probier mal ganz. Ja, hier. Oh, das ist da. Schon. Ja, aber du hast da, glaube ich, eine Schneefräse reingehört. Ja, echt, ich habe dann mit einem 120er. Ja, aber es ist ja, besser. Als das ist jetzt auf jeden Fall. Da ist ein Grat. Doch, natürlich. Hallo, ey. Doch, komm, ist so scharf jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, es geht weiter. Ganz sanft. Ja, man hört es auch. Moderat im Druck, ganz eher, man hört, wie sanft das ist. Man hört eher meinen Bauch. Ruhig, nicht schneiden, Vorsicht, ruhig. Ja, alles ruhig, gut. Ruhig. Gleich kommen wieder alle von dem Grat. Ne, wir brauchen erstmal wieder Wasser, ja, wie immer. Die Waldquelle natürlich. So, die Waldquelle. Die gesponserte Waldquelle. Aber das Einzige ist hier, es ist ein bisschen das Bewässern, ist ein bisschen, wie gesagt, das Problem ist die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist so ein Ding halt. Die ist ja ganz schön schwer und so Dinge und geht in die Richtung, wie der Bauch. Und wenn man nicht aufpasst, kann man wirklich was verkehrt machen. Kriegt man so einen Bauch auch. Da kriegt man echt so einen Bauch. Ja, auch und das. Lieber Besitzer dieses Messers, wir schärfen wirklich gut, es wird super. Jetzt wird der Hammer auf bisschen, jeden Fall. Bisschen brauchen wir noch hier, aber, ja, kriegen wir, aber schon wir machen, wir können ja wirklich schonen mit diesem 120er Schleifstein vor. Danach fliegt das Ding zum Mars. Das ist ja wohl klar, auf jeden Fall. So, jetzt. Also auch wenn der Uwe wieder sagen würde, nee, das kommt gerade. Das ist schon wieder weg. Ist keiner da, warte mal dahin. Nee. Noch ein bisschen drüber. Ja. Suchen wir uns jetzt den Next Feiner, dann ist ja, Messer, das schärfste Messer der Welt, sage ich euch. Ja, wie beim Fernsehen. Und nochmal hier ganz wie bei Galileo mit dem dicken Eimer. Hammer, diesen Schleifstein. Das ist schön, aber. Das ist echt gut, oder? Also, aber das hat auch noch. Und vor allem ist das macht so Sinn, weißt du, da kann man das so ein bisschen umdrehen. Ja, das weiß ich nicht. Ja, schön. Das stimmt, man muss es noch. Oh, ich weiß es nicht. Aber vor allem, ich finde diesen Ninja-Fächer super. So. Den Ninja-Fächer. Okay. Nochmal hier ganz kurz anheben, ganz elegant. Das war schön auf jeden Fall. Messerklinge drehen und wenn man sich nach vorne beugt, kannst du dich damit schön töten. Die Fresse schneiden. Ne? Da können Kinder sterben, muss man mal aufpassen. Ja, ja. Nehmen wir erstmal Bier. Kaiser. Ja, auf jeden Fall, wir machen hier ein sehr seriöses Video. Und ich habe schon lange nicht mal meinen Bauch gezeigt. Ja, ist okay. Das ist schön, also das geht wirklich gut. Mit Steine wechseln geht tippitoppi. Und das sind irgendwelche russischen Diamantsteine oder sowas. Ja, da stand jetzt 600 drauf. Ich weiß nicht. Schauen Sie sich diesen Profi an. Nein, er ist so professionell. Es wackelt eigentlich alles drumherum. Er ist einfach nur, sehen Sie genau. Wir haben eben dieses professionelle Schneidekrepp. Das ist sogenanntes Schneidekrepp. Das ist das Galileo Fernsehschneidekrepp. Damit werden Messer geschnitten und Krepp und Bäuche gezeigt. Ich hab hier schon tatsächlich... Also wir haben jetzt hier das beste Crepe der Welt. Wir nehmen mal das. Oh, das Scheiße ist nass. Schaut euch das mal an. Ihr macht das nicht nass, ey. Ja. Doch. Das keinen Spaß. Nein, ich würde das... Ihr wisst ja, ein bisschen Handicap brauchen wir ja. Nein, ist gut. Dieser wahnsinnig moderne Tausender Diamantstein. Ja. Schaut euch das mal an. Oh. Flupp, sofort trocken ist. Also ein Diamantstein, das ist ein Rotzstein. Okay, gut.
Nochmal eine Ladung? Ne? Ja, was ist das? Muss doch was sein. Das ist aber noch ein Material, ist jetzt für dich verfliegt. Wenn ihr einfach Kaiserbier zum Schneiden. Egal, also Kaiserbier. Ich meine, anscheinend. Ich muss jetzt bloß dokumentieren, wie er wieder wankt. Das wird ein Bild für die Götter. Ich weiß gar nicht, und haben Sie eigentlich auch diese schönen Bilder schon gesehen da hinten? Die sind wunderschön. Ich lese das heute Morgen um 1:30 auf die Beine. Ja. Und die ganzen anderen Finger liegen schon im Kitten. Ja, ich habe mich einmal zwischengelegt halt, aber war super. Ey, ohne Kacke halt. Ich habe jetzt wieder so krumm Rücken von der ganzen vom Scheiß rumliegen. War aber schon ganz schön auf jeden Fall. So. Aber das ist doch trocken jetzt, oder? Ja, mein Gott, wenn er nicht nass wird, was soll man machen? Wasserabweisende Wassersteine sind, okay, das ist irgendwie... Das Gute an der ganzen Geschichte ist, wir können die Klinge nicht überhitzen. Nein, ne? Das wird super. Weil ich so hackevoll bin, dass ich nicht mehr schnell genug schleifen kann. Mindestens. Sie können diese Augen lügen, meine Damen und Herren. Nein. Aber meinst du, dass wirklich Ausdauer hat hier? Ist der Kaiser. Ich sag doch, und das Geile ist, und das Beste, meine Damen und Herren, dieser Ventilator, der hat einen Akku, der läuft auch weiter. Und den nehme ich in mein Auto und dann werden die Würze, die werden sich im Kreis drehen. Weil hier, wenn so viel fliegen, die beißen mich tot und fressen mich auf. Gucken sich das an. Das ist ein Teil, leck mich am Arsch. Da kann man auch mit App-Steuerung gehen und ich hau den in mein Auto rein. Und dann machst du so, bam, und dann drehen die sich, wuh, wuh, wuh. Und die laufen richtig rum. Ja, wie fein haben wir überhaupt hier? Wie weit können wir überhaupt? Ah, das Catch, da wird der Hammer auf jeden Fall. Ich habe ja in dem Format. Okay. Ich habe 1000 Euro schon. Also, es geht auch schon wieder weiter, meine Damen und Herren. Der Schlagschirm auf Doom 1000. Ja. Nicht, wir haben auch noch genug anderes Zeug dabei halt. Nein, ich habe genug dabei. Ich ja auch. Wir können 175.000 scherben. Naja, schauen wir mal. Super. Ja. Also, anscheinend, die scheinen auch ganz gut trocken zu funktionieren, die Dinger. Ja. Weil nass machen ist ja mal wirklich, Das ging nicht. Ja. Wir haben einfach nicht angenommen, was ja, wasserabweisende, wasserabweisende. Ich hab und ein dick Mikro hinterher geht, ist wirklich gut. Ja. Na, ja, es wird schon gut. Es wird gut. Also ich glaube, es ist auch das beste Video des Tages heute. Also die Leute, die merken eine Steigerung von Stunde zu Stunde. Es wird immer professioneller vor allem. Ich geh mal hier so richtig Hollywood-mäßig. Geh mal richtig drauf, geh mal rüber. So, mit Flammen. Michael Bay. Ich war jetzt noch einmal. Ja. Das ist ja ein. Hast du das gemerkt? Ja, das ist das Größte mit keinem anderen Chef. Und dann kannst du auch hier auflegen. Richtig geil. Ja. Also ich fahre jetzt auch nochmal so rüber hier mit diesen Hauche. Also, ja, vor wie in Hollywood fast, ne? Also. Ja, Flammen und so. Gehen wir auch hier mit. So, da fahren wir jetzt einmal noch so drüber. So, jetzt haben wir hier also das Maximale, was wir hier an Schäfer trinken können. Das war schön. Haben wir? Bei 25. Das ist noch nicht in unserem Sinne, ne? Also, wir haben ja Gott sei Dank, da uns der Hersteller nicht die richtigen Steine mitgegeben hat. Haben wir noch so ein paar Dinger da? Ja, für 1000er Steine? Oder? Oh, scharf ist es. Ui, das ist schon gut scharf. Also ich könnte jetzt hier meinen Arm, das mache ich aber nicht. Aber es wird schon, das ist schon gut. So. Ballert schon. Wir schlagen eine krasse Jahre ab. Super Idee. Nur leider, nur einer hat was dagegen. Einer hat was dagegen, ich. Nein, Quatsch. Oh, die haben auch schon schnell, die Dinger. Und jetzt kommen hier die Ninja. Eventuell passen können. Vielleicht. Gucken wir doch mal. Schauen wir mal. Vielleicht mal nochmal kurz Bauch. Bauch. Ich mache also einen Bauch-Cam-Short, wo der am Bauch geht das entlang. Am Messer. Nice. Jo, schauen wir mal. Ach Gott, der ist vielleicht ein bisschen fein. Ja. Wie bläst du uns? 20 Grad, 30 Grad. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen fein. Passt. Wir müssen ja noch mal sehen, dass nicht der Flammen noch fliegen und alles. 15 Grad, okay. Ja. Schauen wir mal.
Wir haben schon 15 Minuten Schwachsinn hier drauf, total gut. Was haben wir hier? Ja. Das muss ich aber morgen hochladen, das schafft er nicht mit dem Funk. Oh Gott, ich habe einen guten 8. Chapter 8. Ja, super, läuft. Das, nimm mal. Das läuft. Chapter 8. Klassiker. Doch. Nice, ja, es läuft. Jetzt zocken wir hier mal ein bisschen, weil das reicht ja, absolut. Nämlich so ein Stein. Ja, unser Tisch ist so nass. Reicht das? Wow, und der ist nass. Und der bleibt nass. Unser Tisch ist so nass. Wir haben ja quasi diesen speziellen Befeuchtungstisch jetzt hier. Ja, das funktioniert. Funktioniert.